Ein profilierter Gegner der Hilfsmaßnahmen für die Euro-Länder im Süden Europas, Klaus-Peter Wilsch für die CDU-CSU. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer auf den Tribünen und im Fernsehen. Ich habe zur Verlängerung von Griechenland II zuletzt hier gesprochen. Da habe ich die Vertrauenswürdigkeit von Varoufakis und Tsipras in Zweifel gezogen und da habe ich eigentlich nichts zurückzunehmen. Ich habe in diesem Zusammenhang auch gesagt, dass wir spätestens im Sommer oder im Herbst über ein neues Paket werden reden müssen. Und habe gesagt, das werden 40 bis 50 Milliarden sein. Da muss ich mich korrigieren. Es ist also schon im frühen Sommer und es sind 85 Milliarden. Aber ansonsten war die Treffersicherheit da auch ziemlich groß. Ich glaube nicht, dass nach dem bewährten Hausrezept viel hilft viel, immer nur Geld nachzuschieben. Irgendwas verändert in Griechenland. Wenn Sie ein Fass ohne Boden haben, können Sie versuchen, das mit Wasser zu füllen. Da können Sie so viel reinschütten, wie Sie wollen. Es wird nicht voll. Wenn wir zurückblenden auf Griechenland 1 in 2010 und das vergleichen mit der Lage, die wir heute haben, dann erkenne ich viele Parallelen. Auch damals ist uns gesagt worden, das ist ein einmaliges und letztes Angebot, denn es soll ja überhaupt nur eins werden. Auch damals ist uns gesagt worden, die Griechen versprechen aber viel. Sie werden Gesetze ändern, sie werden Strukturreformen durchführen, sie werden an den Steuern etwas ändern, sie werden am Pensionssystem etwas ändern. Auch die Bilder gleichen sich. Wir haben damals Bilder gesehen von Aufständen, von Demonstrationen, Gewalttätigen. Es haben Häuser gebrannt, drei Menschen sind sogar zu Tode gekommen. Auch dieses Mal am Mittwoch haben wir wieder die gleichen Bilder gesehen, hitzige Debatten im Parlament, brennende Autos auf den Straßen. Man hat so ein bisschen ein Déjà-vu-Erlebnis. Es gibt aber auch Unterschiede. Bei Griechenland 1 war der IWF mit einem Drittel dabei, jetzt schleicht er sich raus. Am Ende des ersten Quartals 2016 wird er draußen sein. Die Griechen sind nur verpflichtet, einen Antrag zu stellen. Der IWF macht natürlich keine Zusage, dass er dem nachgeben wird. Und es gibt einen weiteren Unterschied. Damals konnte man nur vermuten, dass es vielleicht schwierig sein wird, solche Reformen in Griechenland umzusetzen, weil man nicht genau wusste, ob der Wille dazu da ist. Jetzt wissen wir, es gab zwischenzeitlich ein Referendum, das mit 61% der Bevölkerung so ausgegangen ist, dass wir heute wissen, man will diese Strukturreformen nicht. Und wir haben eine Regierung, die laut erklärt im Parlament, sie sei erpresst worden zu diesen Ergebnissen, sie habe das alles nicht gewollt. Und dass das jetzt funktionieren sollte, was die 5 Jahre bisher nicht funktioniert hat, unter diesen Rahmenbedingungen, das ist mir völlig schleierhaft, wie man diesen Glauben haben kann. Ein weiteres, was sich gleicht, Privatisierungen, Privatisierungserlöse. Im ersten Programm, was die damalige griechische Regierung mit der Troika ausgehandelt hat, stand als Restabdeckung sozusagen ein Privatisierungserlös, ein geplanter von 50 Milliarden Euro. Realisiert bis heute 2,6 Milliarden. Und jetzt soll mit der gleichen Summe wieder gearbeitet werden und der Privatisierungsfuhrer geht jetzt richtig durch mit den Griechen, wo sie wissen, dass das in einen Fonds geht, der zur Schuldentilgung zum größeren Teil herangezogen werden soll und nicht mal bei ihnen selbst, sie nicht mal alleine verwalten können. Das glaubt doch kein Mensch, das kann man doch wirklich keinem erklären, dass das realistisch sein soll. Wir haben darüber hinaus eines feststellen müssen im Laufe dieser 5 Jahre. Diese Bail-out-Politik, das Herauspauken von Ländern, die Übernahme der Gläubigerposition gegenüber diesen Ländern hat die Verhältnisse zwischen den Völkern in Europa erheblich beschädigt. Nie haben wir so hässlich übereinander reden hören wie in diesen letzten 5 Jahren und hier ganz besonders wie in den letzten 5 Monaten. Und das ist eine verhängnisvolle Folge dieser Schuldenübernahmepolitik, die zwangsläufig, mit einer gewissen Zwangsläufigkeit dazu führt. Wie muss sich denn das griechische Parlament vorkommen, dass wir hier im Deutschen Bundestag schon wieder den ganzen Morgen darüber reden, was Sie eigentlich für Aufgaben zu erledigen hätten? Das ist doch eine Aufgabe, die im griechischen Parlament erledigt werden muss und nicht hier. Der Grundfehler dort ist doch,
dass auch jetzt schon wieder mit dieser Erpressungsstory versucht wird, einen äußeren Feind zu identifizieren, der schuld ist an allem Unbill in dem Lande. Nie ist die Schuld im eigenen Lande. Die Probleme Griechenlands liegen in Griechenland. Und die können nur in Griechenland gelöst werden. Wenn wir da von außen kommen mit klugen Ratschlägen, wird das nicht zum Erfolg führen. Ich fordere Sie deshalb auf, stimmen Sie nicht zu der Mandatierung. Der ESM war auch gar nicht dafür gedacht. Er sollte, wenn die Eurozone als Ganzes in Gefahr ist, aktiviert werden. Hierfür ist er nicht vorgesehen. Der EFSM, der zur Brückenfinanzierung vorgesehen ist jetzt, der war eigentlich mal für Naturkatastrophen, für die Bewältigung von Naturkatastrophen vorgesehen. So wird eine Rechtsposition nach der anderen hier abgeräumt und das beliebig gestaltet, nur um wieder retten zu können. Wenn die Situation, mein letzter Satz, Frau Präsidentin, wenn die Situation, Herr Präsident, Sie haben sich. Da können Sie mal sehen, wie lange Sie schon reden. Dass Sie nicht mal ein. Ich meine natürlich, Herr Präsident, wir müssen dazu zurückkehren, dass das Recht gilt in Europa, dass die Herrschaft des Rechts Vorrang hat und dass nicht Beliebigkeit hier Einzug hält. Wenn all die pathetischen Worte, die heute gesagt worden sind, wirklich sind, dann ist es doch völlig egal, wie es ausgeht. Das wiegt doch dann so schwer, dass natürlich damit auch Griechenland 4 und Griechenland 5 begründet werden kann. Das ist meine Erwartung, dass das auf uns zukommt. Denn es ist nicht zu erkennen, dass dieser Weg ein erfolgreicher ist. Im Gegenteil, es ist erwiesen durch Zeitablauf, dass es ein erfolgloser Weg ist. Und deshalb sollten wir ihn heute beenden. Dankeschön. Die Bundesregierung bittet um ein Ja, meine Fraktion empfiehlt ein Nein und ich werde gleich mit Enthaltung stimmen. Nur werden Sie sagen, dass der bequeme Mittelweg, der macht es sich ganz einfach. Mir ist ehrlich gesagt eine Entscheidung selten so schwer gefallen wie heute. Ich bin seit 1995 Parlamentarier und habe bisher immer mit meiner Fraktion gestimmt und das gemeinsame Abstimmen ist mir sehr wichtig, aber manchmal geht es eben nicht. Und ich möchte hier kurz begründen, warum ich das tue. Ich kann dem Antrag der Bundesregierung, der hier heute vorgelegt wird, nicht zustimmen, weil er, Herr Oppermann hat das zwar bestritten, aber ich wiederhole es hier nochmal, weil er das Ergebnis einer Erpressung der griechischen Regierung ist. Eine Erpressung deshalb, weil man hier mit einem Grexit gedroht hat, der für das griechische Volk eine unglaubliche Katastrophe gewesen wäre. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, das Verhalten von Angela Merkel, Wolfgang Schäuble und Sigmar Gabriel hat mich entsetzt und enttäuscht. Diese Nacht in Brüssel war eine schwarze Nacht für Europa, an die wir noch lange denken werden. Ich verstehe die Argumente meiner Fraktion und anderer für ein Nein sehr gut. Ich kann Ihnen aber heute hier nicht folgen. Ich kann nicht Nein sagen, da die griechische Regierung und die klare Mehrheit im griechischen Parlament den Antrag gestellt hat, Verhandlungen jetzt zu beginnen, weil dem Land sonst eine humanitäre Katastrophe droht. Die Regierung Tsipras ist zu Kompromissen bereit, die sie selbst und viele Linke in Europa schmerzen, weil sie keinen anderen Ausweg mehr weiß. Das kann ich nicht ablehnen. Dass sie dazu gezwungen sind, ist auch Ergebnis der Schwäche der Linken in ganz Europa und auch hier in Deutschland. Dem Irrsinn einer Politik, die auf Sparen in der Krise sitzt, haben wir zu wenig entgegengesetzt. Das muss anders werden. Ich möchte nicht mit jenen aus der CDU/CSU zusammen abstimmen, die einen Ausschluss Griechenlands aus der Eurozone in Kauf nehmen wollen oder sogar wollen. Ich möchte nicht den Wunsch der Bild-Zeitung erfüllen, die seit Wochen auf unerträgliche Weise gegen Griechenland hetzt. Auch deshalb kann ich heute nicht Nein sagen. Und ich wünsche mir, anders als einige auf der rechten Seite des Hauses und in der Bundesregierung, dass die Regierung Tsipras nicht scheitert, sondern eine Chance erhält, mit der Politik ihrer Vorgänger zu brechen. Dieser Weg wird schwer und steinig und ist gepflastert mit unangenehmen Entscheidungen. Aber ich möchte, dass sie ihn gehen kann. Und deshalb kann ich zum ersten Schritt dazu nicht Nein sagen und werde mich heute enthalten. Dankeschön. Das war Stefan Liebig für die Linksfraktion mit einer persönlichen Erklärung zum Abstimmungsverhalten, was in der Geschäftsordnung des Bundestages vorgesehen ist.